Hallo Leute, willkommen beim Sims 4 Kendra Let's Play. Kendra will die Abenteuer der Sims-Welt kennenlernen. Dies ist Teil 87. Es ist mitten in der Nacht und die Kinder schlafen alle. Was machen die Erwachsenen? Oh, die sind beschäftigt und schlafen jetzt auch. Okay, dann lassen wir das jetzt mal durchrauschen. Und die Schulkinder müssen in die Schule. Das heißt, wir müssen vor allem auf die achten. Ja. No, jetzt ist erst 5:30, dann können sie noch eine Runde schlafen. Und hier ist auch schon der Erste aufgewacht. Gut, dann geh dir mal was zu essen holen. Und dann gehst du aufs Klo. Und die Penny ist praktisch auch schon ausgeschlafen. Ja, die schicke ich auch mal zum. Die überlegt sich jetzt bestimmt gleich, dass sie was zu essen haben will. Mal gucken. Die will zur Kühlbox gehen. Nee. Hol dir mal was Richtiges zu essen. Oh, da stinkt es. Das muss ich gleich mal wegwerfen. Hol dir doch mal einen Hamburger. Hier, Portion nehmen. So. Jetzt ist auch der Dreck weg. Komisch. Warum will sie unbedingt hier zu dem. Wart. Du holst dir jetzt eine ordentliche Mahlzeit. Im Zweifelsfall holst du dir hier Hähnchenbrust. Denn von so einem kleinen Imbiss. Ach so, weil dein Bruder da steht. Darum bist du da nicht dran gekommen. Also gut, wir versuchen es nochmal. So. Na, jetzt scheint das ja was zu werden. Ja, Nico, du musst aufs Klo. Verständlich. Dafür habe ich euch Klos gebaut. Naja, so dringend hat das noch nicht. Warum steht ihr denn eigentlich so alle rum beim Essen? Ist das ein neuer Bug oder wie? Oh, die Kleinkinder sind auch schon wach. Ich glaube, ich muss den Nico aufs Klo schicken. Der kriegt das nicht gebacken. Und dann gucke ich mal. Uiuiuiui, der Niklas ist aber hungrig. So. Was ist wohl das Problem bei diesen Hamburgern? Na, der wird sich schon was nehmen, denke ich. Geh dir mal was zu essen holen. Und später sorgen wir dafür, dass du gebadet wirst. Und ja, die kleine Fina darf einfach weiter schlafen. So, Niklas, bist du auf dem Weg? Ach, jetzt wolltest du erst die Eltern aufwecken und bist extra hochgegangen. Du bist doch ein Dödel. Wärst du gleich runtergekommen, wärst du viel schneller zu deinem Essen gekommen. Naja. Und was macht jetzt der Nico? Der fängt jetzt an mit Hausaufgaben. Ach, mit Zusatzhausaufgaben. Meine Herren, ein ordentlicher Streber. Und Penny, ja, die soll mal damit aufhören. Und der Nico soll auch damit aufhören, denn die Schule ruft. So. Naja, und unser kleiner Niklas ist halb verhungert, bis er mir endlich unten angekommen ist. Hättest du lieber nach mir gerufen? Ich war schon wach. Und ich hätte dir was zu essen aus dem Kühlschrank geholt, was ich getan habe. Nun ja, er wird schon was kriegen. Und ich glaube, so schnell verhungern die auch nicht. Die kriegen nur immer Tobsuchtsanfälle vor lauter Hunger. Gut. Inzwischen sind die Eltern auch schon wach. Ja, die müssten das eigentlich selber hinkriegen mit ihrem Hunger und ihrem Hygienebedürfnis. Ja.
Jetzt räumt sie das in den Kühlschrank und holt sich eine Portion Hähnchen. Okay. Und der David hat mal wieder auch seine Probleme. Kriegt das mit seiner Blase nicht so geregelt. Das müsste es aber auch selber schaffen. Ah, was ich mal gucken wollte, was so der Stammbaum macht. Und zwar, ob die Babys geboren sind. Nö. Okay, noch keine Babys. Ja, welcher von deinen Eltern ist jetzt schneller bereit, dich zu baden? Ja, Kendra ist selber dreckig. Und der David müsste wirklich mal aufs Klo. Ach, geh halt. So. Na, come on, du Teller. Und er ist jetzt nicht satt geworden? Ach, weil er nur die Reste gegessen hat und die Mama hat das Essen weggeräumt. Naja, er ist jetzt aber nicht mehr sehr hungrig. Ich sag mal dem David, dass er ihn baden soll. So. Das kann man ja kaum mit angucken. Jo, und die Fina, nur die braucht noch ein halbes Stündchen. Und dann ist sie auch hungrig und dreckig. Bestenliste. Aha. Okay. Ah ja, Verantwortlichen selber finden. Sehr gut. Ja. Die pennt den Schlaf des Gerechten. Aber nach den vielen Ausflügen haben die das auch nötig. Jetzt frage ich mich, ob ich einfach testweise schon mal so ein Playdate veranstalte, sobald die Kinder satt und sauber sind. Ich hole hier schon mal was zu essen raus. Packe ich die wieder raus. Und dann soll sich da die Fina was zu essen holen. Ich hoffe, die läuft nicht auch erstmal hoch. Und Kendra hat die inzwischen selber gebadet. Ja, das ist doch sehr vernünftig. Na wunderbar. Der David könnte dann auch mal eine Selbstreinigung gebrauchen. So, du sollst dich jetzt nicht hier... Nein, 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 nein. Geh duschen. Geh duschen. Lass die Fina in Ruhe. Die kriegt das bestimmt selber besser hin als mit deiner Hilfe. So. Wo ist sie denn, die Fina? Ach ja, die steht jetzt erst auf. Ja, sitzt du da in deinem Bett? Ach, und wartet auf ihren Papa. Papa, lass sie einfach mal in Ruhe. Und du holst dir was zu essen. Ja, ja, genau, du holst dir was zu essen. Ich sag ihr das nochmal. Jetzt gucken wir mal. Ist die etwa verbuggt oder was ist mit der los? Oder kommt wieder irgendein Elternteil und will dich stören? Ja, ja. Das gibt's doch nicht. Sie hat Bewegung Level 5. Daran kann's also nicht liegen. Aber der David hat einfach keine Ruhe gegeben. So, ja, sehr gut. Na, jetzt sind wir aber froh.
Ich wäre sowas von froh, wenn die erwachsenen Sims ein bisschen besser mit den Kleinkindern klarkommen würden. Weil die machen immer so'n Unfug. Nun ja. So, da fällt mir ein, die Kendra, die muss ja ihren Erziehungslevel noch auf Level 10 bringen. 8,5. Na, da muss sie noch ein bisschen Kindererziehung treiben. Ja, und zwischendrin kannst du hier mal das säubern und hier wegwischen. Okay. Und dann kannst du danach deine stinkige Tochter baden. So. Mehr Auswahl. Baden. Fina. Und wenn das geschafft ist, versuchen wir das mal mit einem Playdate. Nee, du brauchst nicht noch weiter wischen. Nein, 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 Kendra. Nein, das trocknet auch von selber. Komm wieder runter. Da sitzt sie, stinkt vor sich hin wie Harry. Ja, jetzt Kind baden. Ach ja. Und Little Satansbraten ist jetzt so richtig doll hungrig, weil er vorher nur Reste gegessen hat. Hättest du auf mich gehört, wärst du jetzt schön satt. Wo steckt er denn? Ach, da draußen. Ja, dann komm mal rein. Oh, und Kendra muss ja auch mal gärtnern. Ich lasse vielleicht erstmal den David hier ein bisschen gießen. Und ernten, damit wenigstens das Nötigste geschafft ist. So. Tja, bis man die Kinder morgens fertig hat, ist es 13:30 Uhr. Okay. Jetzt ist die Fina sauber und alles im grünen Bereich. Niklas ist immer noch etwas hungrig, aber ich denke mal, das wird sich gleich von selber geben. Und die Kendra ist jetzt auch halbwegs okay. Okay, Kendra, dann geh doch einfach mal hier hin, damit du da nicht im Bad rumtelefonierst, und dann wollen wir ein gesellschaftliches Ereignis planen. Ja. Bevor es dann wieder Abend ist und alle Kleinkinder schlafen müssen. Kleinkind-Spieltreffen. Okay, so heißt das auf Deutsch. Gut. Betreuender Gastgeber. Kendra. Kann man zwei? Wir nehmen mal die beiden. Gastgeber Kleinkind nehmen wir auch die beiden. Gast Kleinkind, Max Pirat und Aneta Pirat. Das ist noch überschaubar. Ich denke mal, so zum Üben ist das vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir nur zwei Gastkinder einladen. Ah, da ist ja schon die Fina. Wunderbar. Und da sind auch schon die Kinder. Da ist schon Aneta Pirat. Sie soll Gastgeber knüpfen Kontakt mit den Gästen. Lauf mal nicht davon. Tag verschönern. Warum kann man nicht für herbeirufen, fürs Kommen danken oder so? Herbeirufen.
Und dann Speisen essen. Okay. Jetzt habe ich sie alle gerade satt gemacht. Und alle Sims gleichzeitig tanzen lassen. Gut, wir haben jetzt immerhin hier schon ein bisschen Kontakt aufgenommen. Loben. Und hier könntest du mal kennenlernen und den Papa-Pirat vielleicht auch ein von Herzen kommendes Kompliment machen. Und ich hole mal was aus dem Kühlschrank. So. Könnte man vielleicht hier die Hamburger? Die sind zu schnell gammelig. Nehmen wir lieber das Brathähnchen. Und mach mal zum Essen rufen. Und vielleicht kaufen wir hier noch Würstchen mit Paprika. Oh, die Schulkinder sind von der Schule. Dann werde ich die gleich mal verarzten. Ich sag denen einfach, die sollen Hausaufgaben machen. So. Okay. Na, da kommt die kleine Fina angewetzt und holt sich was zu essen. Er isst auch. Das ist gut. Dann kann die Kendra, die ist momentan wie besessen von diesem Hufeisenspiel. Ich glaube fast, ich werde das abschaffen. So, schmeicheln. Und wo sind die Kinder? Die Gastkinder, hier ist ein Gastkind. So. Die hockt sich jetzt da drauf. Da könntest du hier mal Tag verschönern. Und das ist auch ein Gastkind. Ich habe festgestellt, ich habe eine ausgesprochene Schwäche für rothaarige Kleinkindjungen mit dieser Lockenfrisur. Momentan habe ich in meinen Let's Plays drei solche Kleinkinder. Tag verschönern und hier nochmal kennenlernen. Gut, da ist ja schon viel geschafft. Das Essen kann ich mal wieder in den Kühlschrank tun. So, wir haben schon eine Bronzemedaille. Das ist zwar nicht besonders toll, aber es ist schon mal ein Anfang. Jetzt muss ich mal nach Musik gucken. Da ist ja ein Radio. Einschalten, Backyard. Und dann könnten die Schulkinder zählen ja leider nicht. Ey, warum bist du eingeschlafen? Hey, hier, komm mal hierher. Hier wird getanzt. Tanzen. Und Fina, du kommst auch hierher und tanzt. Und Kendra, du könntest mal gucken, hier bei Klettern helfen, beim Klettern helfen. Nimm doch mal Max Pirat. Fina, wo gehst du hin? Oh, sie geht tanzen, das ist okay. Dann lassen wir noch den Papa tanzen. Und dann sind es hoffentlich genug. Wie sieht's aus, Niklas? Bist du auf dem Weg? Was steckt denn der? Oh ja, er quält sich die Treppe runter. Gut, mal. Da muss ich jetzt einen Screenshot machen, wie die Kendra hier beim Rutschen hilft. Denn das ist, glaube ich, ganz typisch für dieses Kleinkind-Spieltreffen. Okay. Gut, ihr könnt weitermachen. Jawohl. Ja. Ja.
Und dann kannst du hier der kleinen Annetta ein Buch vorlesen. Mal gucken, ob es das hier gibt. Sprechen beibringen, Knuddeln, Flashkarten, Heiligsblechle. Nee, ich glaube, vielleicht bei der Kinderbetreuung. In den Schlaf lesen wollen wir jetzt nicht unbedingt. Kinderbuch lesen. Jawohl. Ja, wir haben schon Silber. Da kommt jetzt auch der. Der kleine Niklas. Und fängt an zu tanzen. Komm, komm, komm. Du brauchst gar nicht darunter gehen. Du kannst auch da oben tanzen. Wenn ich groß bin, übe jetzt schon mal, wie man sich verbirgt. Die Penny, die sollen inspiriert werden und dann malen. Wo sind denn diese Tonklumpen? Ja, das Tanzen haben wir erledigt. Jetzt schon wieder ein Kleinkind die Rutsche hochklettern lassen. Ja, wir haben schon Gold, hey, das ist doch toll. Sie liest vor, sehr, sehr brav. Niklas, kletter mal die Rutsche hoch. Ich weiß nicht, ob das reicht, wenn er das selber, weil da stand jetzt nichts von helfen. Ich suche die Tonklumpen. Zur Not kaufe ich neue. Ich weiß nicht mal, ob die hier welche haben. Also gut, dann kaufe ich mal Tonklumpen. Jede Menge. Die sind nämlich immer weg, wenn man sie braucht. So, und die lege ich hierher. Ups. Nein, Teppich, du bleibst dort. So. Ja, wir können es uns wirklich leisten. Okay. Und jetzt, Penny, du knetest erstmal mit dem Tonklumpen. Wow. Wir haben hier schon echt gute Werte. Und danach. Lass uns also ein Bild zeichnen. So, das packen wir ihr ins Inventar. Und dann lasse ich sie hier gleich mal. Wie viele Bilder muss sie malen? Eins hat sie schon. Okay. Gut. Jetzt gucken wir wieder. Nochmal ein Kleinkind beim Rutschen helfen. Nee, das geht aber zu weit. David. Oh, hier, du könntest mal. Rutschen. Geh mal rutschen. Und David könnte vielleicht mal mit Max Pirat spielen. Oh, die müssten sich erstmal vorstellen. Nö, dann soll David. Da ist der Niklas. Und wo ist die Fina? Ach, die spielt dort. Ach, die sind dort sowieso schon zusammen. Ja, dann kannst du doch gerade mal mit ihr spielen. So. Dum-dum-dum. Spielen. Und die Kendra könnte mit einem Kleinkind reden. Ja, du könntest mal mit. Freundlich loben und was könntest du noch mit ihm machen? Kennenlernen? Das dürfte ja reden sein. Und so, was machen wir noch? Nochmal kennenlernen. Ja, das funktioniert. Ein Kleinkind rutschen lassen. Nee, Bub, du gehst jetzt noch nicht ins Bett. Ihr habt hier noch Playdate. Geh einfach mal rutschen.
Ja, wir haben jetzt hier schon so fett und oh, wir gewinnen dann hier so ein Jungle Gym, so ein Kleinkinderspielturm und der ist 5000 Simoleons wert. Das ist doch gut. Ja, das Spiel ist auch fast rum. Die großen Geschwister, die Piratengeschwister sind hier auch gekommen. Die patrouillieren hier immer auf und ab. Sehr gut. Eine Goldmedaille. Na prima. Dann gucken wir jetzt hier noch kurz in unser Inventar, ob wir wirklich dieses Jungle Gym gewonnen haben. Ja, hier kompletter Kleinkindspielturm für 5000 Simoleons. So ein Kleinkind-Date ist also durchaus lukrativ. Da könnte man sich praktisch von ernähren, wenn man jeden Tag so Kleinkindtreffen macht. Okay, ich denke mal, für heute ist es genug. Es ist auch langsam Abend. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss!